Und stoppe meine Bildschirmfreigabe. Ja, schönen guten Nachmittag. Freut mich besonders, dass ich Peter Walchshofer begrüßen kann für diese Session. Es geht um das Grün im Hintergrund und wie man es verschwinden lassen kann, sage ich mal. Wir freuen uns auf eine spannende Session. Ich schlage vor, du trägst einfach durch vor und wir lassen uns am Ende noch Zeit für Fragen. Dann bitte sehr. Super, sehr schön. Ja, schönen guten Tag. Ich darf mich kurz vorstellen. Peter Walchshofer ist mein Name. Ich bin Volksschullehrer an der Volksschule 28 in Linz, derzeit eine erste Klasse. Und ich arbeite am Institut Medienbildung der privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Viel im Bereich Robotik, 3D-Druck in der Primarstufe, aber auch Green Screen. Also das mache ich absolut gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern. Das Thema ist ja grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Unterricht mit einem Green Screen. Felix steht am Krater eines Vulkans und referiert über Eruptionen. Julia begrüßt die Klasse aus dem Regenwald und betont die Wichtigkeit der Artenvielfalt. Jonas zeigt uns am Meeresgrund eine bunte Korallenwelt und so weiter. Eigentlich wollte ich ja zu Beginn schreiben, so, Sie wollten immer schon mal eine Schülerin auf den Mond schießen oder einen Schüler in die Wüste schicken, habe mir dann aber doch nicht getraut und habe es so geschrieben. Ja, was wird Sie heute erwarten? Ich habe da so eine kleine Präsentation vorbereitet. Ja, der Unterricht mit einem Greenscreen, sowohl in der Primarstufe als auch in der Sekundarstufe oder auch privat, also übrig kann man ja einsetzen. So ein kurzer Überblick über das, was uns heute erwartet. Zuerst möchte ich ein bisschen was über die Hardware erzählen, danach über die Software und im dritten Teil Einsatz im Unterricht. Und falls Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte jederzeit in den Chat hinein. Ich werde dann immer so zwischendurch mal kurz da ein bisschen so hinlugen. Vielleicht passen die Fragen dann dazu. Oder am Schluss, dass wir uns dann den Fragen widmen. Ja, Greenscreen im Unterricht. Hardware. Zur Hardware braucht man irgendeine grüne Fläche. In der Klasse war so mein erster Greenscreen, mit der ich gearbeitet habe, einfach die Tafel. Die Tafel ist ja magnetisch, falls man noch so eine richtige Tafel hat. Und da habe ich einfach Zetteln aufgeklebt. Große grüne Blöcke, Zetteln. Am besten, wenn sie ein bisschen matt sind, damit das nicht so viel reflektiert. Ja, und man sieht es da auch auf dem ersten Bild. Einfach Zetteln an die Tafel, hat wunderbar funktioniert. Naja, die Ansprüche werden dann mit der Zeit doch ein bisschen größer. Und ich habe dann oder wollte dann unser Projekt Lesetagebuch umsetzen. Und da habe ich dann wirklich eine Greenscreen gebraucht, die Schülerinnen und Schüler von oben bis unten, rechts, links abdeckt, damit man sich auch ein bisschen herumbewegen kann dann auf der grünen Bühne. Das war eine Low-Budget Greenscreen. Ich bin zum Discounter gegangen, habe mir grüne Fließdecken gekauft, vier an der Zahl, bin dann zu meiner Mutter nach Hause gefahren, habe sie gebeten, ob sie mir nicht beim Zusammennähen helfen kann. Gemeinsam haben wir dann diese vier Decken zusammen vernäht. Das Ganze habe ich auf einer Vorhangstange aufgehängt. Zwei Vorhangstangen waren Säulen rechts, links. Und damit es ein bisschen fixiert ist, habe ich mir einfach Christbaumständer, Christbaumsteher in die Klasse mitgenommen und dort das Ganze fixiert. Ich habe es an der Wand stehen gehabt, man kann es auch frei irgendwo hinstellen. Und für den Boden habe ich beim Möbelhaus so grünen Teppich gekauft, zwei Stück. Kosten nicht die Welt und vor allem war das dann nicht nur zum Greenscreen aufnehmen, sondern das war auch so unsere Leseecke. Die Kinder haben sich dort gerne hingesetzt, weil es einfach gemütlicher war als einfach nur auf dem Parkettboden. Irgendwann habe ich mir dann eine große grüne Leinwand gekauft. Man sieht es dann da in dem Bild rechts unten und wieder war dann meine Tafel so die Greenscreen-Fläche, wo ich das Ganze montiert und installiert habe. Einfach mit Klemmen, mit Magneten geht es genauso. Meine Greenscreen war damals 3x3 Meter groß. Es gibt es auch in 3x4 Meter, je nachdem, wie man es bestellen möchte. Falls Sie einen Greenscreen-Stoff bestellen möchten, achten Sie bitte darauf, dass der Stoff möglichst schwer ist. Dann zieht er sich nämlich selber glatt und es entstehen nicht so Wellen und Falten, die ja dann wieder Schatten werfen. Und das braucht man bei der Greenscreen nicht. Meine Tafel ist ziemlich cool. Die kann man nämlich in der Mitte so umblättern. Das heißt,
Es gab so das Klassensetting, das Schulsetting, wo ich ganz normal mit der Kreide auf der Tafel schreiben konnte. Und falls wir Greenscreen gefilmt haben, habe ich die Tafel umgeblättert und es war gleich die Greenscreen da. Es gibt natürlich auch Projekte, wo man keine große Greenscreen braucht. Man kann da ja mit dem Tablet dann so Stop-Motion-Filme oder was aufnehmen. Da haben wir uns einfach einen grünen Bogen in der Mitte gefaltet, haben den an die Wand gestellt, festgeklebt und da haben Schülerinnen und Schüler so kleine Projekte mit Greenscreens umgesetzt. Also so typische Stop-Motion mit Knetmasse zum Beispiel. Ja, das ist die Hardware. Die Präsentation, die möchte ich Ihnen dann im Anschluss auch in den Chat posten. Bitte lassen Sie mich nicht vergessen, das vergesse ich immer ganz oft, dass ich diesen Link da veröffentliche. Dann können Sie nämlich später auch hier auf den Projekt Lesetagebuch-Link klicken. Da habe ich mal so ein Projekt umgesetzt und versucht, das möglichst genau zu dokumentieren. Das war jetzt die Version mit den Vorhangstangen, mit der Fließdecke und mit den Christbaumständern. Ich habe da auch so eine Kostenübersicht gemacht, wenn man sich das alles kaufen müsste. Wenn man sich es kaufen müsste, wäre man bei 149,74 Euro. Da überlege ich schon, ob ich nicht so eine semi-professionelle Leinwandgrüne kaufe. Da ist man vermutlich billiger. Aber oftmals hat man ja Material zu Hause liegen. Rundstäbe, Christbaumständer und so weiter. Die Preise sind vermutlich nicht mehr ganz aktuell. Das war jetzt schon vor ein paar Jahren. Ich weiß das Datum gar nicht genau. Ja, Hardware. Also das war jetzt wirklich so im Schnelldurchlauf. Gibt es dazu schon mal Fragen? Bitte einfach in den Chat hineinposten. Ansonsten mache ich mit dem Thema gleich weiter und gehe jetzt dann zur Software. Okay, noch keine Frage im Chat. Das Tafelgrün funktioniert nicht. Danke, vielen Dank für die Frage. Das Tafelgrün selbst, wie man es in der Klasse kennt, das funktioniert nicht. Das ist leider viel zu dunkelgrün. Das Grün für die Greenscreen, das nennt man auch Chroma Green, ist ja wirklich so ein knalliges Grün. Und grün deshalb, weil es bei uns in der Hautfarbe, in der Haarfarbe, in der Kleidungsfarbe oft auf nicht so oft vorkommt. Und man muss sich denken, das Grün wird später alles automatisch weggelöscht. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel als Chroma Key, also als Chroma Farbe, Orange nehmen würde, würde das absolut viel von unserer Haut durchsichtig machen. Oder braun, dann würden unsere Haare durchsichtig werden. Drum, da muss man wirklich schauen, dass man so ein knalliges Grün wie da hinter mir verwendet. Übrigens, das hinter mir ist nochmal eine andere Hardware. Das ist so ein Roll-Up. Das kennen Sie vielleicht von Messeständen. Die gibt es in 90 cm, 120 cm, 200 cm Breite. Und ich habe mir einfach ein Roll-Up bestellt mit 120 cm Breite und habe jetzt keine Grafik aufdrucken lassen, sondern ich habe mir genau den Chroma Key Green rausgesucht aus dem Internet und top diesen Farbton drucken lassen. Funktioniert wunderbar, weil das spannt sich von alleine. Ich habe niemals Probleme, dass irgendwo Falten und damit Schatten geworfen werden. Und es ist mobil. Das packe ich auch zusammen, lasse das Roll-Up ein, gebe es ins Auto und wenn ich irgendwo unterwegs bin, kann man das wunderbar verwenden. Diese Version, die hat so um die 90 Euro, glaube ich, gekostet. Gibt es aber auch schon fertig, genau. Ja, dann schauen wir weiter zur Software. Ich habe versucht, hier zwei, also sowohl für iOS als auch für Android Lösungen zu finden, sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig. Ich möchte mich heute da mal nur auf die Smartphone und Tablets, ich möchte mal nur die Smartphone und Tablets genauer anschauen. Am Computer kann man natürlich auch damit arbeiten. Hat viel mehr Funktionen am Computer, braucht aber auch viel mehr Zeit. Und das ist ja meistens so das Problem, wenn man ein Projekt umsetzt, dann möchte man so die Organisation und noch die Nachbearbeitung möglichst kurz halten. Und darum ist das mit dem Smartphone einfach sowas von handlich und geschickt, weil hier bekomme ich gleich ein fertiges Greenscreen-Video mit dem passenden Hintergrund ausgespuckt. Das erste Programm, das ich vorstellen möchte für iOS und Android, ist ChromaVid.
Also falls Sie einen Play Store, Apple Store gleich öffnen möchten, können Sie sich gerne auch Chrome wie sofort runterladen und später ein bisschen mit experimentieren. Es gibt die kostenlose Version und es gibt die ChromaVid Plus Version. Die kostet 3,99 Euro. Ja, ich habe mir es gekauft, die Plus Version, weil ich so den Unterschied wissen wollte. Man kommt aber wunderbar mit der kostenlosen Version zurecht. Die Plus Version hat halt dann mehr bewegte Hintergründe. Das heißt, man kann dann den Greenscreen hinten als Meer erscheinen lassen oder es fliegt im Hintergrund ein Raumschiff vorbei. Ja, wenn man es haben möchte, gern. Und 3,99 sind jetzt nicht so der große Preis. Es ist eine Einmalzahlung, kein Abo. Der Vorteil bei ChromaVid ist, dass der Hintergrund sofort ausgewählt werden kann und auch sofort eingefügt wird. Und ich brauche mich dann nur mit dem Smartphone hinzustellen und drauf loszufilmen. Das wäre die ChromaVid. Ich war lange, lange Zeit großer Fan von Greenscreen by Doink, was ich dann später vorstelle. Jetzt taugt mir aber ChromaVid mehr. Und auch diese Woche habe ich ganz intensiv damit gearbeitet, mit meiner ersten Klasse. Und es hat wunderbar funktioniert. Also, wie funktioniert das Ganze? Ich öffne jetzt die kostenlose ChromaVid Version. Und das Ganze schaut in etwa so aus. Ich habe auf die App geklickt. Sie macht gleich auf und das ist so unser Menü. So, wo stört mein Kopf am wenigsten? Genau, vielleicht da mal so. Links oben sehen Sie jetzt so einen grünen Punkt. Das heißt, ChromaVid ist jetzt ausgewählt für einen Greenscreen. Wenn Sie draufklicken, können Sie auch einen Red Screen, Blue Screen, Yellow Background auswählen, aber Green funktioniert erfahrungsgemäß am besten, nicht umsonst machen das auch große Filmproduktionen damit. Dann, was hat man noch? Man kann Blitz, also Flash ein- und ausschalten. Man kann die Kamera noch umdrehen. Hi. Genau. Und es gibt dann noch so einen Menü-Button, wo ich kurz drauf eingehe, ist der erste Menüpunkt Save to Device. Das heißt, wenn Sie ein Video fertig gedreht haben mit der App, dann wird es automatisch gleich in die Fotogalerie gespeichert. Ja, und das will ich auch haben, weil dann brauche ich mich zu Hause nicht hinsetzen und das nur bearbeiten, sondern ich nehme das Video mit den Schülerinnen und Schülern auf und sobald ich auf Stopp klicke, ist das fertig und ich kann es gleich auf irgendeine Plattform hochladen. So, dann gibt es links unten noch das Kamera- und das Fotosymbol. Das heißt, man kann sowohl Videos damit machen als auch Fotos. Je nachdem, wie man es braucht. Mehr Spaß macht es natürlich mit Videos. Und links unten können Sie jetzt Ihren Hintergrund auswählen. Es gibt viele vorprogrammierte Hintergründe. Ja, in der kostenlosen Version weniger als in der bezahlten Version. Sie sehen oben schon, es gibt einen Premium-Account, es gibt Specials. Und Sie können es auch vom Telefon selber, also das ist dann oben der Menüpunkt ganz rechts, selber Fotos auswählen. Heißt, wenn Sie jetzt spazieren gehen, einen tollen Schauplatz gefunden haben, vielleicht einen schönen See, ja, dann können Sie den fotografieren. Und dieses Foto können Sie in der Klasse dann auch als Hintergrund verwenden für Ihre Greenscreen-Videos. Ich möchte aber jetzt lieber haben, vielleicht so eine Schneeregion. Ich wähle mir die Schneeregion aus. Continue. Genau. Und schon geht's. Ich sehe natürlich jetzt noch keinen Schnee im Hintergrund, weil die Tischplatte ja braun ist und nicht grün. Aber ich habe da hinter mir die Greenscreen vorbereitet. Ja, also das Ganze schaut so aus. Mit meiner Kamera halte ich jetzt auf die Greenscreen. Sie sehen, sie ist grün. Ich bin nicht im Gebirge. Und in der App wird das sofort ausgeblendet. Ich gebe das kurz in mein Stativ hier rein. Ja, und ich könnte sofort hier drauf losfilmen. Ja. Da würde dann ein Schüler, eine Schülerin stehen vor dem Greenscreen und ich klicke einfach auf Record. Es zählt kurz. Das war jetzt das Falsche. Ich war gerade beim Foto. Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe auf Video. Genau. Es zählt nochmal runter. 3, 2, 1. Go. Ja. Und es nimmt schon auf. Und alles, was jetzt aufgenommen wird, ja,
funktioniert wunderbar. Und wenn ich fertig bin, gehe ich auf Stopp. Es ist halt ein bisschen begrenzt, Zeit zu lange sind es nicht die Videos, das geht dann in der Kosten, in der Version, was es kostet, aber es geht sich mit der Zeit aus. Ich stoppe das Video, preparing your video, das Ganze wird in Ihre Fotomediathek geladen und ist fertig. Genau. Also so einfach funktioniert es mit der Software Chroma Bit. Man kann bei Chroma Bit jetzt nicht nur Fotos als Hintergrund verwenden, sondern ebenso kann man hier bei Chroma Bit so kleine Videos auswählen. Zum Beispiel, was passt denn? Genau, ich stelle es schnell ein, es ist prepared. Genau, auch bewegte Hintergründe, schaut auch recht nett aus. Ja. Und man könnte gleich wieder drauf los filmen. Jo, falls Sie Fragen zur App Chroma Bit haben, können Sie jetzt gerne in den Chat hineinposten, dann können wir uns der Frage auch gleich widmen. Genau, während Sie Ihnen fleißig in den Chat hineinschreiben, vielleicht auch noch eine kurze Frage, haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Greenscreen im Klassenzimmer gemacht? Falls ja, vielleicht möchten Sie auch in den Chat kurz erwähnen, was Sie umgesetzt haben. Und wir schauen währenddessen weiter zur nächsten Software. Es gibt auch die Software Greenscreen bei DoInc. Da gibt es aber nur die Vollversion. Die kostet 4,99 € und soweit ich weiß, derzeit nur für iOS, also für Apple-Geräte, verfügbar. Genau. Ja, also es gibt auch Greenscreen by Doing. Der Ablauf beginnt ein bisschen anders. Greenscreen by Doing öffne ich auch auf meinem Smartphone und Sie werden gleich sehen, dass das Menü hier absolut anders aussieht als bei Chroma Bit. Also Sie haben hier so eine kleine Übersicht von diversen Projekten, die man umsetzen kann. Und ganz rechts oben ist jetzt dieses Plus, da können Sie ein neues Projekt starten. Create New Project. Und ich gebe das Ganze jetzt mal im Hochformat rein, weil man es einfach besser erkennen kann, das System, wie das funktioniert. Hier haben Sie insgesamt 3 Ebenen, die Sie bearbeiten können. Also wer schon mal ein bisschen was in Filmbearbeitung, Fotobearbeitung gemacht hat, man spricht hier in Ebenen. Es gibt meistens einen Hintergrund. Auf dem Hintergrund legt man dann die nächste Ebene drauf. Und in diesem Fall gibt es auch noch eine dritte Ebene. Da kann ich sofort wieder was auswählen. Die unterste Ebene ist dabei die Ebene, die ganz hinten ist. Also ich wähle in der untersten Ebene jetzt ein Foto oder irgendwas aus, was im Hintergrund sein soll. Ich nehme mal da diese gezeichnete Wiese jetzt. Genau. Ich kann das mit Drag, also mit den Fingern jetzt noch größer machen, es anpassen, wie ich es haben möchte. Passt für mich. Das wäre jetzt der Hintergrund. Ich könnte auch noch eine zweite Ebene hier drüber legen, weil es ja möglich ist. Wir haben 3 Ebenen. Ich nehme wieder was aus der Prop Library. Vielleicht, das ist nett. Ja, der Esel. Genau. Jetzt habe ich da eine zweite Ebene. Ich platziere den Esel. Genau. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene und hier kann ich, so wie bei Chroma Bit, sofort die Kamera adden, also Add Kamera. Und Sie sehen schon, ich drehe jetzt kurz die Kamera um. Das Grün hinter mir wird wieder ausgeblendet und es erscheint heute dann nur die Hand in der obersten Ebene. Genau. Also das wäre jetzt das gleiche Prinzip wie bei Chroma Bit. Es gibt aber da auch noch ein anderes Prinzip. Früher habe ich immer Videos gemacht mit dem Smartphone vor dem grünen Hintergrund. Das heißt, ein Schüler, der Christian, hat sich vor den Greenscreen gestellt, hat sein Buchreferat gemacht, ich habe das Ganze aufgenommen mit dem grünen Hintergrund. Und dieses Video habe ich dann zu Hause hergenommen. Ich habe ein Projekt erstellt, wie eben dieses hier.
Und dann habe ich einen Hintergrund gewählt, in dem Fall die Wiese, eine zweite Ebene, vielleicht den Esel, und in der dritten Ebene habe ich dann nicht die Kamera geedit, sondern das Video, das ich zuvor in der Klasse gemacht habe. Das Gute dabei ist, ich kann das immer wieder bearbeiten. Ja. Es ist aber zeitlich auch ein Mehraufwand. Genau. Das so viel zu dieser App. Wenn man fertig ist, kann man das Ganze oben als Video exporten oder als Image exporten. Und man hat es dann sofort wieder bei sich in der Fotogalerie drinnen. Ja, so viel mal zu dieser App. Es sind die Voreinstellungen richtig gesetzt. Wer tiefer in die Substanz gehen möchte, ja, der kann sich dann noch hier mit dem Chroma Key spielen. Man kann hier auch sagen, okay, ich möchte einen Blue Screen oder einen Red Screen. Macht aber unterm Strich keinen Sinn. Genau. Also so viel mal zu diesen zwei Apps. Ich sehe da Fragen im Chat. Ich schaue mal kurz drauf. Genau, also ein Kollege. Sehr cool. Also ein Kollege schreibt da, dass die Kids selber teilweise Projekte umsetzen und mit DaVinci Resolve oder Premiere Pro arbeiten. Also ich glaube, da sind wir in höheren Schulstufen. Das sind absolut professionelle Videobearbeitungsprogramme. Bin selbst ein großer Fan von DaVinci Resolve. Kann man auch das eigene Bild auf die Ebene zwischen Wiese und Esel einfügen? Genau. Man kann bei der App, ich schalte nochmal um, bei dieser App auch entscheiden, okay, das ist eine ganz gute Frage. Ich lösche das nochmal. Ich lösche das auch nochmal. Ich möchte auf der zweiten Ebene meine Kamera haben und in der dritten Ebene möchte ich den Esel haben. Ups, jetzt bin ich falsch, Entschuldigung. In der dritten Ebene möchte ich meinen Esel haben. Ist recht cool, weil alles, was jetzt erscheint, erscheint zwischen Wiese und Esel. Absolut lustiger Effekt für die Schülerinnen und Schüler, weil da kann man sie dann so spielen, als ob man wirklich jetzt ja, den Esel streicheln würde, ja, dann sagt, ah, der ist ganz nett, den kann man streicheln, ja, alles Mögliche. Sehr gute Frage, danke sehr. Jo, also so viel zu den Apps. Genau. So, zurück zur Präsentation. Jetzt wissen wir, welche Hardware wir verwenden können. Wir wissen, welche Software wir verwenden können. Als nächstes geht es darum, ja, was kann ich damit im Unterricht umsetzen? Ich habe da schon jetzt gelesen von einem Kollegen, der Schülerprojekte damit umsetzen lässt. Vielleicht möchten Sie auch selber kurz darüber überlegen, was könnte man hier umsetzen wollen im Unterricht. Ich kann Ihnen jetzt einfach ein paar Beispiele aus meinem Unterricht schildern. Quer durch die Bank, also ich beginne, wie gesagt, wirklich mit der ersten Klasse. Das Technische liegt natürlich auf meiner Seite dann, das muss ich machen. In der vierten Klasse kann man das mit diesen Apps, weil sie so gut bedienbar sind, schon ein bisschen umdrehen und auch die Schülerinnen und Schüler hier als Technikerinnen und Techniker einsetzen. Wir haben es verwendet zum Beispiel für unser Lesetagebuch. Ja, Bücherreferate begleiten die Kinder in der Schule ganz, ganz oft. Meistens wird ein schönes Plakat gestaltet, das wird an die Tafel gepinnt. Der Schüler stellt sich davor und trägt das Ganze vor. Wir haben das Ganze ein bisschen aufgepeppt, indem wir einfach nur hinten die grüne Wand aufgehängt haben und der Hintergrund, der wurde einfach verändert, dass er zum Buch passt. Und wie das Ganze ausschauen kann, das möchte ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Ich habe da jetzt einmal von meiner vorletzten vierten Klasse ein paar Videos. Ich habe von allen Eltern und auch von den Kindern die Erlaubnis, diese Videos auf YouTube hochzuladen. Das lasse ich mir mal explizit geben und dass ich sie auch herzeigen darf. Einer meiner Schüler wollte unbedingt dieses Seeräuber Moses Buch vorstellen. Ja? Und ich habe hier als Hintergrund einfach ein Boot hineingegeben, so ein Segelmast. Der zweite Layer, also die zweite Ebene, war dann mein Schüler. Und vor den Schüler habe ich dann nur mal
eine Ebene drüber dann, das wäre dieser Korb. Und jetzt schaut es wirklich so aus, als ob er in dem Korb drinnen stehen würde. Zu Hause habe ich dann ein bisschen gespielt mit iMovie, das ein bisschen zusammengeschnitten. Ja, und so sind unsere Lesetagebücher rausgekommen dabei. Oder Ella und der Millionendieb, das war auch ein sehr lustiges Projekt, da ging es um eine Gefängnisszene. Und die Schülerin wollte ihr Buchreferat aus einer Gefängniszelle heraus vorstellen. War für uns kein Problem. In diesem Fall war jetzt die Schülerin die Hintergrundebene. Nein, falsch. Die ganze hinterste Ebene war schwarz. Die zweite Ebene war dann die Schülerin und die Ebene im Vordergrund waren dann die Gitterstäbe und das Mauerwerk. Ja. Oder falsche Maus. Genau. Eine Schülerin, die hat das Buch gelesen, Millie in Istanbul, da kam ein fliegender Teppich vor. Ja, und es hat sich einfach angeboten, dann die Schülerin auf einen fliegenden Teppich zu setzen. Hintergrund, Wüstenszenerie. Zweite Ebene, Teppich. Und die vorderste Ebene, die Schülerin, die das Projekt vorträgt. So, jetzt habe ich für Sie ein Rätsel. Ich habe hier Millie in Afrika. Also Sie sehen, Millie war unser Lieblingsbuch. Genau. Jetzt dürfen Sie in den Chat hineinposten, was ist der Hintergrund? Was oder welche Ebene ist die Schülerin? Und welche Ebene ist der Elefant? Wer es weiß, darf gerne in den Chat hineinposten. Sehr gut, Hintergrund ist die Landschaft. Ja. Schülerin und Elefant, genau. Der Elefant ist ganz vorne, da haben Sie recht. Also ich habe den Hintergrund, die Savanne reingegeben, dann habe ich die Schülerin platziert und vor die Schülerin habe ich dann den Elefanten noch platziert, dass das so ausschaut, als ob sie oben sitzen würde. Und dann gingen mit den Kindern die Fantasien durch. Und ja, was war das? Ich glaube, das da. Dann kamen einfach nur so die Ideen daher. Ja, diese Schülerin hat ein Detektivbuch vorgestellt und hat gesagt, ich brauche eine Lupe, weil im Detektivbuch kommt auch die Lupe vor. Ja, die Grafiken, die ich alle verwende hier, die nehme ich von pixabay.com oder org. Na, ich glaube, pixabay.com heißt es. Genau, dass man hier keine rechtlichen Probleme hat. Und ganz wichtig, die vorderste Ebene ist hier einfach die Lupe. Ja, also das wären dann mal unsere Lesetagebücher gewesen. Die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler ging ins Unermessliche. Wir haben Ende September damit begonnen. Und im Dezember haben wir schon unser Jubiläum gefeiert, die 100. Folge. Also die haben das gefressen wie sonst nichts. Greenscreen lässt sich absolut vielfältig einsetzen. Ich durfte dann ein Projekt einer Parallelklasse begleiten und das Projekt war die Burg Eisenstein. Also die Schülerinnen und Schüler haben aus Karton eine Burg gebaut und es hat recht schön ausgeschaut. Die Burg wurde ausgestellt in der Aula. Man ist vorbeigegangen und hat gesagt, viel Mühe gegeben, war wirklich cool. Aber wir wollten noch was weiteres damit machen. Und dann haben wir so drüber gesprochen und es kam die Idee, machen wir ein Greenscreen-Video? Denn da können wir ja uns selber dann in die Burg rein beamen. Ja? Und das Ganze kann dann so aussehen. Ich habe Fotos gemacht, so von ganz nahe von der Burg. Ja? Und habe dann einfach ein Greenscreen-Video der Schülerinnen und Schülerinnen in der vordersten Ebene darüber gelegt. Meine Frage an Sie, da sind jetzt schon wirklich viele Ebenen übereinander gelegt. Was ist hier die hinterste Ebene, also die allererste Ebene? Können Sie gerne in den Chat posten. Genau, die Berge. Die hinterste Ebene sind die Berge. Ich habe das auch wieder von Pixabay genommen. Dann die zweite Ebene ist die Burg. Die Burg habe ich übrigens auch
auf meine große grüne Decke einfach draufgestellt und dann das Foto gemacht. Und das Grüne wurde natürlich alles weggefiltert. Und in der dritten Ebene ist dann die Schülerin. Ja, und dann kamen die Schüler zu mir und haben gesagt, ich möchte aber dastehen, ich möchte dort stehen, ich möchte dastehen, ich möchte aus dem Wassergraben einen Beitrag leisten, ich möchte auf der Zugbrücke stehen. Ja. Und ja, da haben wir zum Beispiel einen, der stand dann im Wassergraben. Oder die Schülerin hat gesagt, ich möchte neben meinen Playmobil-Rittern stehen. Ja. Absolut cool, das Video. Das hat den Kindern sowas von Spaß gemacht. Diese Schülerin wollte auf dem Turm stehen. Ja, also auch im Sachunterricht, in diesem Fall jetzt Thema Mittelalterburgen, kann man es wunderbar umsetzen. Bei meinen Kindern war es mir immer sehr wichtig, so das Referieren, sich selbst präsentieren, reden vor einer Kamera. Und wir haben dann auch geschaut, wo im Fernsehen kommt es überall vor, wenn man Moderatorin, Moderator sein möchte. Wir sind dann so auf das Greenscreen-Paradebeispiel gekommen, auf den Wetterbericht. Und das hat auch wunderbar zum Wochenthema gepasst, das Wetter, ja, Wetterbeobachtungen. Und eine Woche haben wir dann selber unser Wetter moderiert. Also hier Wetterbericht mit Ela. Ja. Und so im Großen und Ganzen, die erste Ebene war dieses schöne Landschaftsbild. Die zweite Ebene war dann die Österreichkarte. Die Kinder wussten ab diesem Zeitpunkt perfekt, wo sich welches Bundesland befindet. Und die dritte Ebene ist dann die Schülerin selbst. Ja. Und so weiter und so fort. Es sind dann viele Videos entstanden. Ein paar habe ich Ihnen dann auch in die Präsentation reingegeben, dass Sie da durchklicken können. Wir haben sehr viele Buchpräsentationen auch damit gemacht, zum Beispiel auch Literaturnachrichten. Das war unser Literaturnachrichten-Setup. Ja. Wir haben so ein bisschen so ein Newsroom damit inszeniert. Und das ist auch so. Mit Fotobearbeitung habe ich den Hintergrund gemacht, also dieses Literaturnachrichten, Bücherregal. Die zweite Ebene sind die Schülerinnen, die sich gegenseitig interviewt haben über ein Buch. Und in der vordersten Ebene ist dann dieses Bücherregal, ja, das so ein bisschen als Moderationstisch dann gedient hat. Mit Videobearbeitung kann man ja dann noch ganz viel machen, indem man Bilder hinten auswechselt. Aber das ist dann nicht mehr zum Thema Greenscreen passend. Das ist dann schon Videobearbeitung, zum Beispiel in Premiere Pro. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Vorschlag machen, wie bei uns in der Klasse der Advent aussieht. Wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Ländern mit ganz vielen Religionsbekenntnissen in der Klasse und da stellt sie sich immer ein bisschen als schwierig heraus, inwiefern können wir den Advent in der Klasse feiern, brauchen wir einen Kalender, machen wir uns Geschenke. Vom Kalender sind wir so jetzt ein bisschen weggekommen, auch von den Wichteln. Bei uns in der Klasse gibt es jetzt den Talent-Advent schon seit vielen, vielen Jahren. Die Kinder wissen, jedes Kind hat ein Talent, darf es präsentieren, kann es präsentieren. Ja, und so gibt es bei uns jetzt nicht mehr diesen Adventkalender zum Aufmachen der Türchen, sondern den den Talent-Advent. Und den Talent-Advent setzen wir auch mit der Greenscreen um. Also hier hat eine Schülerin zum Beispiel vor der Greenscreen eine Geschichte geschrieben, also die hat es zu Hause geschrieben, hat sich dann mit dem Plakat vor die Greenscreen gestellt. Das Plakat haben wir auf die Greenscreen draufgepinnt. Und sie hat dann hier ihr Talent im Talent-Advent vorgetragen. Ja, das kann man wunderbar wieder umsetzen mit der App Greenscreen by Doink. Erste Ebene, in diesem Fall kein Winterfoto, sondern ein Wintervideo. Und bei pixabay.com, falls Sie da mal vorbeischauen, kann man nämlich auswählen, ob Sie Fotos angezeigt bekommen wollen oder Vektorgrafiken oder Videos. Ja. Und diese Hintergrundvideos sind alle von Pixabay. Das heißt, erste Ebene Wintervideo, zweite Ebene ist dann
die Schülerin mit ihrem Plakat. Dritte Ebene gibt es in diesem Fall gar nicht. Ja, eins habe ich dann noch hier mit reingegeben. Ich habe dann so ein Intro gemacht noch dazu. Genau. Selbes Prinzip, wieder nur zwei Ebenen. Erste Ebene, der Hintergrund, ist ein Foto von Pixabay, gemütliches Zimmer. Und die zweite Ebene ist schon das Video vor der Greenscreen. Das heißt, die Schülerin und den Kalender, den sie hier gebastelt hat, haben wir wieder auf der Greenscreen fixiert. Man muss natürlich darauf achten, dass weder die Kinder ein grünes Gewand anhaben, weil sonst wird es so ausschauen, als ob der Kopf in der Gegend herumfliegt, noch darf das präsentierte Talent irgendeinen grünen Ton enthalten. Da kommen die Schülerinnen und Schüler aber eh relativ schnell drauf, was man am besten zu solchen Aufnahmen anziehen kann. Ja, damit ich nicht vergesse, möchte ich Ihnen den Link zur Präsentation gleich in den Chat hineinstellen. Ich muss nur schnell suchen. Rechtsklick freigeben. Und währenddessen können Sie gern schon in den Chat Ihre Fragen posten zur Hardware, Software, praktischen Umsetzung. Genau. Und ich habe schon einen Link gepostet. Vielleicht kann den gleich jemand ausprobieren, ob er eh auch wirklich funktioniert. Genau. So, und die ersten Fragen kommen schon. Hast du eine spezielle Beleuchtung? Jein. Ich nehme die Beleuchtung, die in der Klasse ist. Das heißt, wir haben vorne bei der Tafel den Spot, der die Tafel beleuchtet. Und das ganze Licht in der Klasse drehe ich auf. Am besten wäre es, wenn man die Vorhänge zumacht. Also für jeden, der gerne irgendwo filmt, ist ja Sonnenlicht das absolut Schrecklichste, weil es immer wieder die Intensität wechselt mit den Wolken. Das heißt, Vorhänge zu, ganzes Licht in der Klasse aufdrehen und geht schon los. Was ich auch sehr empfehlen kann, das sind so LED-Spots, die haben einen Akku drinnen, die kann man auch in der Helligkeit herumtun. Also die sind auch geschickt, weil sie eben auch einen Akku eingebaut haben, falls es zu dunkel sein sollte in der Klasse. Gibt es einen Link für die verschiedenen Arbeiten? Ja, ich habe Ihnen den Link jetzt freigegeben im Chat. Einfach draufklicken, Sie kommen zu der PDF-Version und darin sind die Links für mein Projekt Lesetagebuch enthalten und auch für die ganzen Beispielvideos. Zu den Beispielvideos, ich freue mich sehr, wenn Sie sich diese anschauen, aber ich würde Sie bitten, dass die nirgendwo anders veröffentlicht werden, damit wir einfach diesen Gruppe ein bisschen kleiner halten können. Ja, der Roll-Up, woher ist der? Der Roll-Up, ein Bekannter von mir hat eine Grafikfirma und der hat mir den dann einfach bestellt. Man kann ihn aber bei allen großen Online-Printfirmen bestellen. Also Printmedia oder ich weiß gar nicht, wie es heißen. Einfach online reinschauen oder bei Amazon, da geben Sie ein Roll-Up, Greenscreen, dann bekommen Sie schon fertige Vorschläge. Und da gibt es dann auch welche mit 2 Meter. Also meine ist 1,20 Meter. Manchmal komme ich nicht ganz damit aus. 2 Meter würde ich dann schon empfehlen. Genau. Super, der Link funktioniert. Vielen Dank für die Rückmeldung. So, falls es noch Fragen gibt, können Sie auch gern das Mikro aufmachen. Falls es keine Fragen mehr Ihrerseits gibt, wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Viel Freude beim Ausprobieren. Ich schreibe Ihnen noch schnell meine Mailadresse in den Chat hinein. Das heißt, falls Sie mal Fragen haben zu Greenscreen, dann können Sie sich jederzeit gerne per Mail bei mir melden. Ja, vielen Dank, lieber Peter Walshofer. Ich habe gefunden, es war ein sehr spannender Vortrag und ich habe gar nicht gewusst, dass man das so toll in der Klasse auch einsetzen kann. Ich habe es bis jetzt nur bei mir selbst eingesetzt, im Distance Learning hauptsächlich. Und ja, gibt es noch Fragen? Dann würden wir die noch gerne behandeln. Wenn nicht, dann
würde ich sagen, wir beenden hier. Dieser Raum ist für heute sozusagen geschlossen, weil die Fachtagung in diesem Raum jetzt endet. Es gibt, glaube ich, noch als Hinweis im Raum 1 einen Vortrag. Kurze Pause machen, Kaffee trinken, vielleicht einen kleinen Snack und dort sich weiterbilden. Schönen Tag noch. Ciao. Auf Wiedersehen.